jetzt war unser Ausflug zum Edersee positiv. Nicht der Tierpark war sehr schön, gell, kann ich nur empfehlen. Und das Kinderland, da war auch toll. Nicht? Wir haben schön Golf gespielt, wie man ja in dem Video sieht. Und Edertalsperre war auch sehenswert, gell, kann ich nur empfehlen. Leider ist die Kamera nicht so gut, sieht alles sehr verschwommen aus. Jetzt zum Schluss diese Nachtaufnahmen eben, gell. Ja, da habt ihr noch ein paar Fotos gemacht und toll alles. Heute regnet es leider. Ist nicht so schön, aber was will man machen? Morgen soll das Wetter auch nicht so gut werden. Es soll kalt werden. Wir sind gerade zurück in den Wohnwagen gekommen. Im Wohnwagen sind momentan 9 Grad. Deswegen habe ich mir auch hier mit Tuch noch bewaffnet und noch die Jacke an. Die Heizung bollert. Es ist noch nicht warm. Das dauert auch noch eine Viertelstunde. Dann ist hier schön mollig warm. Ja, morgen laut Wetterbericht soll es Regen geben, gell? Wir sind heute Morgen schon hier abgesoffen quasi, deswegen sind wir auch weggefahren, hatten keinen Bock mehr hier rumzugammeln. Das war eine Flasche, die Flaschen, Kunststoff haben sie schon vor Kälte zusammengezogen, als wir nicht da waren. Jetzt dehnen die sich langsam wieder aus, es kommt Wärme in den Raum, ganz witzig. Ja, morgen wollen wir mal sehen, dass wir ins Schwimmbad kommen, mal gucken, was es hier gibt, hier Waldeck oder so, nicht? Ringsrum. Schauen wir mal, gell? Ja, das war unser Kurztrip. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ein paar Infos sind ja in dem Video drin. Ne? Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Euer Jan. Ciao. Grüß euch, gleich gehen wir am Baumgipfelweg. Vorher lösen wir noch irgendwie so ein Hessen-Quiz. Gell? Hier hat man dann momentan so Schilder, wo dann Quizfragen draufstehen. Ist ganz lustig, was wir gerade entdeckt haben. Was ich nicht weiß, was es ist, ist dieser Knubbel. Ja? Riesiger Knubbel im Baum. Habe ich noch nie gesehen. Ich kenne sowas in klein. Nicht so eine Wucherung. Sieht schon enorm aus. Ja, wir gehen jetzt in den Baumkronenweg. Lassen wir uns mal überraschen. Wir sind auch schon gespannt. Gell? Bis gleich. Gar nicht, wie tief es hier ist. 30 Meter, glaube ich, immer normal. So eine Glasscheibe ist schon gemein. Ja, war ich doch ganz gut, gell? 30 Meter, das sind 25 Meter. Geht nicht. Ich wollte schon immer mal Bucheckern von oben ernten, bloß da fehlen dann 50 cm. Schade eigentlich. Das ist ein bisschen gefährlich bei 25 Metern.
wirklich ein richtig geiler Zaun hier. Wie kann man sowas bauen hier? Das ist alles, wie man hier sieht, Torx geschraubt. Alles. Ja, das ist richtig geile Arbeit, ist das. Das ist schon richtig geile Handwerkskunst, wie man sowas machen kann. Nicht? Einfach super, bin begeistert. Hier. Das ist doch Wahnsinn, das ist alles kleine Hölzer zusammengeschraubt. Einfach nur toll. Zu dieser Konstruktion. Es wurden circa 6 Kilometer Fichtenlatten verbaut, nicht? Also 6000 Meter, und circa 15.000 Schrauben wurden verbraucht. Und daran haben 6 Männer 867, 3 Wochen, 3 Wochen lang nur geschraubt, ja, um diese Konstruktion fertig zu kriegen. Also richtig klasse gemacht.